Er ist ein rollendes Luxushotel mit edlem Geschirr, feinsten Menüs, Damastbettwäsche und Mordgeschichten. Guten Morgen. Ah, wunderbar, Frühstück, danke schön. Das ist eine einfache Reisen mit Muße hat man heute gar nicht mehr. Heute ist alles hektik. Das ist richtiger Stahl, noch schwere, massive Trägestelle. Das Camping auf sehr hohem Niveau. In gusseisernen Öfen wird geheizt wie vor 100 Jahren. Wir begleiten den König der Züge, den Orient-Express, auf seinem Weg von Deutschland nach Venedig. Er ist ja fast 100 Jahre nicht gefahren von Berlin. Das ist Geschichte. Das ist kein Zug, das ist Geschichte. Hotel Jakob in Hamburg bereiten sie sich schon auf die Passagiere vor. Der Orient Express aus feinster Schokolade. Ein Willkommensgruß für die Gäste am Vorabend der Zugreise. Küchenchef Thomas Martin brutzelt für sie ein orientalisches Menü. Dass auch dieser Zug in Hamburg hält. Ja, die Gäste also heute nach dem Essen, morgen früh dann da einsteigen in den Zug. Das finde ich total spannend. Und ich möchte natürlich darauf einstimmen, dass sie da heute Abend schon Lust drauf bekommen auf ihre Reise. Und das versuchen sie hier nicht nur kulinarisch. Och, wenn Sie fallen, doch nur in meine Arme, bitte. In Anlehnung an Agatha Christies Krimi vom Mord im Orient Express hat sich Direktor Just Deitmar eine Art Einstimmungskrimi ausgedacht. Verbrechen und stilvolles Reisen gehören seit Agatha Christie untrennbar zusammen. 12 Mal wurde zugestochen und alle waren es. Und keiner ahnt, dass Hercule an Bord ist. Hercule Poirot, Christies Meisterdetektiv, von ihm wird die nächsten Tage noch oft die Rede sein. Am nächsten Morgen im Berliner Adlon, die Gäste des Orient Express fahren gleich zum Bahnhof. Diesen wunderbaren Zug, traditionellen Zug zu erleben, ist bestimmt ein ganz besonderes Abenteuer. Ja. Aber vor Mord im Orient Express haben Sie keine Angst? Wir haben das Buch mit, wir werden es lesen. Aber Sie hoffen, dass Sie überleben, denke ich mal. Ich denke schon, ja. Wir werden es schon schaffen. Sehr schön. Das Gepäck wurde schon zum Zug gebracht. Kein Kleidersack, kein schnöder Rollkoffer stört das Bild. Wo sonst die S-Bahn nach Grünau abfährt, geht es heute fein zu. Ehepaar Lüdecke genießt den Champagner. Und dann kommt endlich das Zugwunder, das Ende des 19. Jahrhunderts das Reisen revolutionierte. Auf der Strecke von London nach Istanbul brachten die Wagen Beamte des britischen Empire zumindest an den Rand ihrer Bestimmungsorte mit Stil und Eleganz. Und, wollen Sie gar mal mitfahren? Ja, gerne. Ja? Das nötige Kleingeld hätte. Ja. Lüdeckes haben offenbar das nötige Kleingeld, denn der Luxuszug hat seinen Preis. 3.500 Euro pro Person inklusive Rückflug aus Venedig. Dafür wohnen sie in Edelholz, in liebevoll restaurierten, fast 100 Jahre alten Eisenbahnwaggons. Duschen gibt es nicht. Schließlich wohnten ja keine Amphibien an Bord, mokierte sich einst Oscar Wilde über derartige Ansinnen. Das ist ja also ein ausgezeichneter Zug. Wunderbar. Sehr schön. Ja, gefällt mir also auch ausgezeichnet. Sehr schön. Ja? Na, wunderbar. Ein bisschen fühlen sich Lüdecke schon wie Victoria, die 23:45, plus Prinzgemahl. Viel Spaß. Den werden wir haben, ja. Das denke ich doch. Manche sind von weit her gekommen. Ihnen reichen Fotos, Staunen und der Finger auf der Landkarte. Wir sind extra hergekommen. Ja. Was? Extra wegen des Touristen? Ja, wir wollten das schon gerne mal sehen. Ne? Versetzt einen gleich in andere Regionen. Das Einzige, was an dem Zug nicht so elegant ist, ist die Lokomotive. Ich finde das schade. Ja. Ne? Sie hätten gerne eine Dampflok. Ja, das wäre richtig toll gewesen. Ja. Die Liebhaber alter Züge werfen noch ein paar sehnsüchtige Blicke auf das Zugwunder. Dann geht es weiter nach Hamburg, der zweite Halt auf dem Weg nach Venedig. Jake offeriert Lüdeckes noch ein Aperitif vor dem Mittagessen. Ich komme gleich zurück und erkläre Ihnen, wo Sie was im Zug finden, damit Sie sich im Orient Express zurechtfinden. Genießen Sie jetzt Ihren Prosecco.
Wir dürfen Sie ganz herzlich an Bord dieses legendären Zugs begrüßen, freuen uns, dass Sie diese Reise mit uns unternehmen. Natürlich gibt es zum Lunch nicht Rindsroulade oder Königsberger Klopse, sondern Filet de Rascasse rôti, Aubergine fumée und zum Nachtisch Crème anglaise au chocolat. Lüdeckes sind beeindruckt. Der Bauunternehmer und seine Frau gönnen sich einen Kurzurlaub. Auch im Rentenalter kümmern sie sich noch ums Geschäft. 4 Wochen verreisen wie andere Leute, undenkbar. Wir sind beide 70 geworden und haben uns das eigentlich selbst geschenkt. In Verbindung mit der Familie und den Kindern, die sich daran beteiligt haben. Und ich denke, das ist ein sehr schönes Geschenk. Und es hat uns eigentlich bewogen, hier mal ganz in Ruhe diese Reise zu genießen. Einige genießen schon den Kaffee nebst Cremetörtchen. Mein Mann ist auf die Idee gekommen, weil wir den 25. Hochzeitstag haben. Und da meinte er dann im Oktober, was hältst du denn davon? Ach. Dann habe ich erst gesagt, nee, das ist mir zu teuer. Aber dann haben wir uns entschlossen und wir bereuen es überhaupt nicht. Einfach nur den Zug anzusehen ist schon sowas von schön. Ja? Ja, anzufassen. Die Intarsien, alles ist gediegen und alles ist also wirklich ja, so, wie man sich das also früher mal vorgestellt hat, wie ein Zug aussieht. Ja? Nicht so ein Plastikkrempel, wie man es jeden Tag hat. Ja? Ja. Auch Thomas Brüll vorn auf seiner Lok genießt die Fahrt. Von Cremetörtchen zwar keine Spur, er hatte Leberwurstbrot und Tee aus der Thermoskanne. Aber mal gemächlich unterwegs zu sein, findet er prima. 140 sind angestrebt, aber bei 16 Wagen dauert das die alte Dame hier. Viel mehr geht nicht. Naja, ist eben mal was anderes, mit dem Orient-Express zu fahren. Und ja, Wagen von 1920, die Lok ist auch schon 50 Jahre alt. Ist mal eine besondere Fahrt, so was macht man nicht alltäglich. Also, das ist schon eine feine Sache. Als der Orient-Express über die Elbbrücken rollt, rüsten sich auch die Gäste, die in Hamburg zusteigen. Natürlich mit Stil, im Oldtimer. Zur Einstimmung ein Glas Champagner, serviert von Direktor Just Deitmar. Heitere, gesunde Fahrt. Zum Wohl. Und der hat noch eine Überraschung parat. Eine orientalische Musikkapelle auf dem Bahnhof. Denn Hamburger wissen, südlich der Elbbrücken fängt der Balkan an. Sind alle sehr aufgeregt. Ja? Freudige Erwartung, ja. Ja, schön. Ganz toll. Alle Gäste sind gut drauf, haben Spaß. Ich freue mich sehr, weil hier der Weg das Ziel ist. Wir haben letztes Jahr so eine Liste gemacht und gesagt, wo wollen wir überall noch hinfahren? Wir sind 52 gewesen, haben 27 Ziele gehabt. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal langsam mal loslegen, wann wir was abarbeiten. Ich habe als Jugendliche viel Agatha Christie gelesen und seitdem ich gerade einmal mit dem Zug fahren. Ja. Und möglichst nicht ermordet werden. Nicht nur Listen werden hier abgearbeitet, auch einige Hochzeitsreisende sind unterwegs. Runde Geburtstage werden gefeiert. Manche freuen sich auch einfach mal darauf, ein paar Tage rauszukommen. Aus dem Geschäft oder der Praxis. Mal keine Zähne zu ziehen, Kunden zu besänftigen, Knochen einzurenken. Gemächlich zuckelt der Zug los. Keine Rede von Hochgeschwindigkeit. Die eisernen Fahrgestelle samt massivem Holz wiegen doppelt so viel wie ein ICE. 30 Stunden braucht der Zug bis Venedig. Das 19. und 21. Jahrhundert begegnen sich, als wir am Hamburger Hafen vorbeirollen, wo haushohe Kreuzfahrtschiffe für 2000 Menschen gerade vor Anker liegen. Hier sind gerade mal 150 Leute an Bord und einige davon haben sich im Salonwagen versammelt. Der Barmann weiß, was Reisende in diesem Zug erwarten. Drum mixt er giftgrüne Cocktails, die es in sich haben. Ich habe gerade einen Agatha Christie Cocktail gemacht. Der besteht aus 12 unterschiedlichen Zutaten, so wie ja auch 12 Mörder an Bord waren. Der Champagner kommt natürlich aus Frankreich. Wir durchqueren die Schweiz, da kommt der Kirsch her. In Italien der Maraschino. Na und so weiter. Und danach bekommt man keine Kopfschmerzen? Niemals, aber vielleicht wachen sie gar nicht mehr auf. Doch
Man stürbe in Schönheit, denn es gibt eine Kleiderordnung. Schlabberpullis und Latschen sind nicht erlaubt. Die einen geben die Königin Mutter, andere haben sich in dramatisches Schwarz geworfen. Bald sind wir in Hannover. Auch dorthin sind derweil Zugfreunde gepilgert, um die alte Dame zu bestaunen. Den Orient-Express. Ja, klar, warten wir ja alle drauf, ne? Ja, ja, die Herrschaften wollen. Wenn das ist ja eine Sensation, wenn der Zug mal kommt. Die Eleganz des Reisens in diesem Zug, was man sich nicht leisten kann, aber eben halt mal zu sehen. Das ist Geschichte. Das ist einfach, das ist kein Zug, das ist Geschichte. Wenn man die Geschichte spüren kann, ist doch schön. Und dann kommt die Geschichte angerollt. Die Jungfernfahrt des Zuges fand 1883 auf der Strecke Paris-Istanbul statt. Er transportierte Kaiser und Spione, die europäische Oberschicht. Die britische Königsfamilie nutzte ihn für Staatsbesuche. Das Staunen ist geblieben. Die Gäste fühlen sich auch ein bisschen königlich, vielleicht auch nur wie im Zoo, als sie fotografiert werden, was das Zeug hält. Das Wappen inspirierte einst Sergei Diaghilev zum Ballett Le Train Bleu. Chanel entwarf die Kostüme, Picasso den Bühnenvorhang. Das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis. Ja. Ach so, Sie haben im Radio gehört, dass der Orient das Express das erste Mal, dass er hier in Hannover hält. Und das kann man sicher nicht entgehen Das passt jetzt eigentlich sehr gut und das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Die Freude währt nur kurz. Schon geht es weiter. Jost Deitmar hat seine Schäfchen fest im Blick, damit niemand im Abendkleid auf dem Bahnsteig zurückbleibt. In diesem Zug wurden die Gäste zur Krönung von Queen Elizabeth von Dover nach Victoria Station befördert. Und im Film Liebesgrüße aus Moskau reiste James Bond damit von Istanbul nach London. Hartmut und Regine Opfermann haben das alles genau nachgelesen. Sie werden sich noch lange an diesen Tag erinnern. Das ist ein richtiges Erlebnis gewesen jetzt. Wäre schon ein Traum, damit fahren zu können. Ja. Auch für Jake ist der Zug ein Traum. Der Neuseeländer kam nach Europa der Liebe wegen. Als der gelernte Zimmermann den Orient Express sah, wurde der zur zweiten Liebe seines Lebens. Und dass Agatha Christie 1929 in eben diesem Wagen im Schneesturm stecken blieb und sich zu ihrem berühmten Roman inspirieren ließ, findet er einfach toll. Agatha Christie ist hier mitgefahren und John Connery und so viele berühmte Leute und mit ihnen so viele Geheimnisse und Geschichten. Dies ist genau der Wagen, in dem Agatha Christie mitfuhr und die Idee bekam für ihren Roman. Es ist so viel Geschichte mit diesem Zug verbunden. Aber auch in Zuglegenden wie dem Orient Express müssen ganz irdische Bedürfnisse erfüllt werden. Wir fassen Wasser. 400 Liter pro Schlafwagen, 1800 Liter für den Speisewagen. Die Bahnmitarbeiter sind vor vielen Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen und besuchen dort regelmäßig die Verwandten. Dass der Zug normalerweise bis Istanbul fährt, finden sie großartig. Wir haben da ein paar Fotos gemacht und so weiter, ja. Ja? Ja? Kommt ja nicht so oft vor, ne? Und gefällt ja. Er Ihnen? Sieht schön aus, ja. Ja. Gefällt er bis nach Venedig. Ich habe gesagt, nicht nach Istanbul, dann würde ich da mitfahren, wenn ich fertig bin. Jost Deitmar fährt weiter, in Frack und Fummel. Gleich wird das Dinner serviert. Ich finde es auch ganz toll, dass es hier eine Marschrichtung gibt, die heißt No Jeans, Please. Mhm. Ich finde, das gehört einfach zum stilvollen Reisen dazu. Zumindest beim Orient Express. Zumindest beim Orient Express. Bedauerlicherweise sonst eher selten. Ja. Ich bin ganz stolz und bin ganz glücklich, dass ich mitfahren darf. Dann wünschen wir heute Abend einen ganz tollen Abend. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hoffe, ich schaffe das noch mit meinen Manschettenknöpfen. Ja. Gar keine Sorge, dass Sie das hinkriegen. So, jetzt haben wir es. Man muss sich schon wirklich gut organisieren hier in diesem Abteil. Ich muss das alles schon ordentlich zurechtlegen, bevor man anfängt. Ja, sonst endet es im Chaos. Selbst der bullige Bauernsohn Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, einst Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, habe sich bei seinem Staatsbesuch der Kleiderordnung im Orient-Express unterworfen, heißt es. Der Chef de Cuisine lässt zum Abendessen Cardagno Lammkarree mit Kruste servieren. Dann gibt es feinste Käse und rotes Beerenparfait. Die Komplimente holt Christian Bodugel persönlich ab. Die grüne Schleife von Dr. Wegner, ein Kesser Kontrapunkt zum roten Parfait.
Ich vermute mal, dass Sie auch selten dieses zauberhafte grüne Kleidchen tragen. Das trage ich diesmal das zweite Mal, richtig. Das zweite Mal erst, ja. Ja. Aber ich habe so einen Hang für ausgefallene Dinge manchmal, die man so trägt auch. Mal gucken, werden Sie vielleicht noch sehen hier in den nächsten Tagen. Wir haben noch keinen gefunden, der die Rolle des Hercule Poirot übernimmt. Wir gucken mal, vielleicht finden wir ihn ja noch. Eine Leiche brauchen wir noch. Leiche brauchen wir auch noch, ja. Ich bin Arzt. Ich bin auch nur Knochenarzt. Also eine Leiche könnte ich finden, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten und ich denke, wir haben den Kreis auch schon eingegrenzt, wer in Frage kommt. Mehr wollen wir dazu noch nicht sagen. Tatsächlich diente der Orient Express auch mal als Begräbniswagen, in dem Winston Churchill zur letzten Ruhestätte gefahren wurde. Der Veranstalter hat den Gästen den Mord im Orient Express als Reiselektüre empfohlen und mit einer Mischung aus Grausen und Entzücken versenken sich Lüdeckes in das Geschehen im Waggon 3309. Ach ja. Im Salonwagen klingt bei Cocktails und Gesprächen, begleitet vom Piano, der Abend aus. Als die Sonne irgendwo vor Augsburg aufgeht, liegen alle noch im Tiefschlaf. Nur Jake ist schon wach, denn wie vor 100 Jahren wird jeder einzelne Waggon mit Holz und Kohle beheizt. Im Winter muss er ständig nachlegen, im Sommer reicht eine Ladung für das Wasser zum Rasieren und natürlich für den Early Morning Tea. Ich stehe um 5 Uhr morgens auf, heize ein, hole Brot aus der Küche, koche Tee und Kaffee, sodass alles fertig ist, wenn die Gäste frühstücken möchten. Und dann lächle ich und hoffe, dass ich nicht übernächtigt aussehe. In Nürnberg ist heute Nacht um 3 Lutz Schneider zugestiegen. Trotz der unterirdischen Arbeitszeit, seine Kollegen beneiden ihn, dass er diese Schicht bekommen hat und den Orient Express bis München fahren kann. Das ist eben Reisen noch mit der Bahn. Man kann ein Fenster öffnen und es ist einfach wunderschön. Sie lieben alte Züge auf dem Hotel? Ja, es ist auch für mich jetzt zu dem herkömmlichen Dienst eine willkommene Abwechslung, so einen Zug mal zu fahren. Ne? Ja. Es geht richtig gemütlich zu, die Leute haben Zeit, jeder ist freundlich, also richtig schön. Früher schnurrte er als Lokführer durch die DDR und hätte sich nie träumen lassen, dass er mal den Orient Express fahren darf. Die alte Lok muss sich ziemlich anstrengen. In der Nacht, erzählt er, seien sie mit gerade mal 60 durchs Land geschnauft. Das ist richtiger Stahl, noch schwere, massive Drehgestelle. Da quält man sich den Nerven. Ja, da quält wir nicht, aber die Lok quält sich. Ja. Kurz vor München nimmt sie langsam Fahrt auf. Um 7 Uhr morgens laufen wir dort ein. Hier ist Lokführerwechsel. Lutz Schneider muss nun seine Lok abkoppeln. Gleich fährt er zurück nach Nürnberg zu seiner Familie, hat ein bisschen frei. Heute Abend um 23 Uhr dann wieder Intercity-Schicht. Nürnberg, München und zurück. Und würden Sie jetzt gerne mitkommen? Am liebsten bis Venedig. Ja? Bis Venedig mit euch mitfahren, ja. Tschüss, alles Gute. Ja, ciao. Ja, tschüss. Während Lutz Schneider ins Depot rollt, lechzen die Raucher nach der morgendlichen Zigarette. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Wäre übertrieben, aber das war auch nicht die Erwartung, dass das man jetzt hier gut schläft. Sie leiden ein bisschen ohne Rauchersalon. Ja, nein, ja, ich finde es passend. Das ist immer gemütlich bei Rauchern. Jetzt rückt die österreichische Bundesbahn ein. Diese Lok werde mehr Power haben, hat Lutz Schneider erzählt. Sie fahren uns jetzt bis wohin? Bis zum Brenner. Nobel findet der neue Lokführer die Orient-Express-Kollegen. Nobel gepflegt. Ja, man sieht einmal die Schaffner, die schauen sehr, sehr fesch aus mit ihrer Uniform. Ja, stimmt. Super. Später in Innsbruck wird noch eine zweite Lok angehängt werden, um die Steigung zu schaffen. Seit dem frühen Morgen werden hier unverdrossen Brötchen und Brot gebacken für das Frühstück der Passagiere, die allmählich erwachen, trotz Agatha Christie Cocktail und allem, was da drin war. Jake hat sein schönstes Early Morning Tea Lächeln ins Gesicht gezaubert. Darjeeling Tea? Ja, bitte. Okay. Für mich? Coffee? Das ja. Lass mal ein bisschen mehr Platz haben. Okay.
Dankeschön. Ah, Milch habe ich schon gesehen. Sehr schön. Yes. Enjoy breakfast. Thank you very much. You're welcome. Na, guck mal, was hast du hier? Ja, guck mal, hier nach Käse, Butter, alles da. Good morning. Frühstück wird ins Abteil geliefert. Knopfdruck genügt. And may I pull the coffee for you? Yes, please. Perfect. Der Zug war keineswegs immer nur Gourmet-Tempel. In beiden Weltkriegen diente er als Hospital und Bordell. Und er war Schauplatz der Rache eines österreichischen Gefreiten aus Braunau am Inn, Adolf Hitler. In einem Waggon des Orient-Express wurde nämlich die deutsche Kapitulation nach dem Ersten Weltkrieg unterzeichnet. Aus Rache ließ Hitler in genau demselben Wagen die Franzosen antreten, um 1940 ihre Unterwerfung zu unterschreiben. Allmählich sind alle erwacht, mehr oder weniger gut. Könnte ich mich absolut dran gewöhnen. Ne? Ich habe ganz toll geschlafen. Ich habe mir geholfen. Bei Ihrer Größe? Ja, ich habe mir kleine Stühlchen genommen, habe das ans andere Ende des Raumes gestellt und dann habe ich diagonal im Wagen geschlafen. Also das scheint einen Durchmesser von genau 2,5 Meter zu haben, das Abteil. Das ging sehr gut, muss ich sagen. Und die Matratzen sind wirklich von ganz besonderer Qualität. Das scheinen ganz besondere Matratzen zu sein. Ich habe mal geguckt, als Kollege guckt man ja so mal ganz gerne, welche Marken unterwegs sind. Das scheinen individuell angefertigte Matratzen zu sein für den Zug. Ja, ich habe auch, um ehrlich zu sein, mal bei dem tollen Geschirr geguckt. Also das ist alles, ja, das macht man so als Kollege, glaube ich. Das ist so eine Krankheit, ja. Der Knochendoktor hat nicht zu viel versprochen. Heute tritt er in Blau-Rot auf. Und haben Sie gut geschlafen? Wenn ich dann geschlafen habe, habe ich gut geschlafen. Ja? Das Camping auf sehr hohem Niveau. Nur ein teurer Campingplatz. Ja gut, aber dafür ist ja auch der Platz ist begrenzt. Alles, was begrenzt, wird teuer. Ne? Das ist ja überall das Gleiche. Ne? Ja. Stimmt. Und ganz in Orange steht ihn ausgezeichnet. Mensch, Sie sind ja aber echt nett. Gestern Abend haben Sie ein grünes Tüchlein und heute eine rote Weste. Ja. Aber es passt doch hier rein. Obwohl unsere Kinder manchmal sagen, wenn die mit mir losgehen oder sonst so, oh Papa, muss das denn sein? Wann haben Sie sich heute Morgen dieses angehübscht, Mensch? Zwischen dem Earl Grey und dem Croissant-Stückchen. War ganz einfach. Ja, auf so einer Zeitreise muss man ja auch entsprechend gekleidet sein. Macht aber Spaß. Andere sind noch nicht so weit mit dem Anhübschen und krabbeln erstmal aus dem Bett. Der Vorrat hat Augsburg, dann geht's los. Die zweite Lok ist dran. Es geht weiter hinauf auf den Brenner. Im Küchenwagen komponiert der Maître schon wieder ein Menü. Es gibt Dorade. Alles ist absolut frisch. Dass der Zug manchmal schaukelt wie ein Ozeandampfer im Sturm, stört ihn nicht. Alles eine Frage der Gewöhnung. Sogar Soßen komponiere ich hier. Dazu Prinzessbohnen im Speckmantel, Baby-Artischocken. Und Jakobsmuscheln. Die sind aus Paris. Es gibt keine bessere. Seine Crew und die Gäste sind von geziemender Ehrfurcht. Denn der Maître de Cuisine hat seine Kunst vom Chefkoch des Weißen Hauses in Washington gelernt und in vielen Pariser Sternrestaurants gekocht. 12 Menüs hat der Meister im Repertoire, wenn der Zug bis nach Istanbul fährt. Stets macht er seine Honneurs in den Speisewagen, die alle einen Namen tragen. Der rote Chinoise, der Lalique, der Étoile du Nord. Er freut sich, wenn die Gäste, nicht gerade verwöhnt von der Deutschen Bahn, strahlend versichern, so etwas Gutes hätten sie in einem Zug noch nie verspeist. Ob der König von Rumänien 1940 Sinn für gutes Essen hatte? Der Urenkel von Königin Victoria und des russischen Zaren Alexander II. Musste im Zweiten Weltkrieg abdanken. Mit 3 Waggons voller Staatseigentum flüchtete er im Orient-Express ins Exil nach Portugal. Nach dem Menü ruhen alle oder schwelgen in Mordlust. Man kann sich das also gut vorstellen, weil sie von den Kabinen reden, weil die von den Gängen reden. Weil hier ein Plan drin ist, wo welche Kabinen sind, wo der Mörder eventuell wohnt. Und ich finde das schon spannend.
Pünktlich um 5 wird Very British Tee serviert. Ein Fruchttörtchen und Baiser. Wenn Sie noch etwas möchten, klingeln Sie einfach. Dann komme ich. Genießen Sie Ihren Tee. Nach 30 Stunden Fahrt fahren wir in Venedig ein. Jake räumt schon mal auf. Ein letztes Mal reißt Jake die Tür auf. Lüdeges werden noch 2 Tage in Venedig bleiben. Dann geht es zurück nach Berlin. Reinhard Lüdecke will in seinem Bauunternehmen wieder nach dem Rechten sehen. 6 Wochen Ferien wären ihm ein Graus. Nicht auszuhalten. Tschüss, schönen Aufenthalt. Jetzt noch schnell den Waggon fürs Depot vorbereiten. Venedig ist Kleiderordnung freie Zone, raus aus der Fashion-Uniform. Jake hat heute Glück und muss nicht aufräumen. Die Kollegen haben heute die Depotschicht. Jetzt haben sie frei? Ja, wunderbar. 2 freie Tage. Entspannen. Mit meiner Freundin was unternehmen. Ich muss nur noch schnell die Tür abschließen. Bye-bye. Seine Freundin wartet schon. Sie bekommt stets die Orchideen aus den Zugabteilen. In 2 Tagen kommen natürlich frische Blumen. Die Engländerin arbeitet in einem Hotel in Venedig an der Rezeption. Jetzt ist ein bisschen Zeit zum Klönen. Er erzählt von Berlin und Hamburg, ob die Passagiere nett waren oder er ständig herausgeklingelt wurde. In 2 Tagen geht es wieder los, Paris, Venedig, hin und zurück. Die Hamburger haben noch einen Tag. Die Gemächlichkeit des Zuges haben sie übernommen und schlendern gemütlich durch die Lagunenstadt. Vergessen hanseatisch, steifes Blau und Grau. Schon Goethe pries das heitere Licht Italiens und so trägt selbst ein Hamburger Hoteldirektor grüne Socken. Am Donnerstag bin ich wieder zurück, Donnerstagabend. Haben Sie Angst, dass da jetzt alles runter und rüber geht? Nein. Wir sind sehr diszipliniert hier, aber voller Lebensfreude. Am Dienstag fliegen wir wieder, ja. Geht's dann gleich wieder mit der Arbeit? Ja, am Mittwoch. Ja. Nee. Ja. Doch, ja. Mundkiefer-Gesichtschirurg bin ich. Sie sind Mundkiefer-Gesichtschirurg? Ja. Am Mittwoch haben Sie wieder jemanden in der Mangel? So ist es, ja. Wir wollen da gar nicht dran denken. Andere machen längere Zeit Urlaub und das ist dann viel billiger als das kurze. Da kann man immer darüber reden, ob sich das lohnt. Aber was lohnt, das entscheiden wir ja selber. Man hat sich ein bisschen zurückversetzt gefühlt. Also ich habe, wenn ich keine Zeitung, Handy ist dann auch raus, man braucht das alles auch gar nicht. Und das war wirklich sehr schön. Es gibt keinen besseren Endpunkt fast für den Orient Express als Venedig. Das finden Lüdeckes auch. Wenn man in solche Stadt kommt, braucht man auch ein bisschen mehr Muße. Und der Orient Express war in der Hinsicht wirklich ein Gewinn. Wir sind also beide ganz begeistert. Nächstes Mal fährt sie vielleicht mit dem König der Züge gleich weiter nach Istanbul. Das ist noch entspannender. Vielleicht.